Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutja und heute zu Gast einer der Stars aus In aller Freundschaft, die jungen Ärzte. Herzlich willkommen, Elisa Afi Akbakla. Wie geht's dir und wo bist du? Hi, mir geht's gut. Ich bin bei meiner Family in Rheinland-Pfalz. Ach, wie schön. Und wir kennen dich natürlich alle seit 2019 als Dr. Emma Jahn. Aber wer die noch gar nicht kennt, die junge Dame, wie ist denn die so? Was kann die? Die kann ganz viel. Das ist wirklich eine sehr schlaue junge Dame, die direkt nach dem Abitur Medizin studiert hat und das super schnell beendet hat, das Studium, und dann ans JTK gekommen ist und auch schon ihren Doktor hat. Und ja. Und das Schöne ist ja, wenn man die Fakten so aufzählt, das ist ja bei vielen Menschen so, heißt das noch nicht, dass die auch sich ihrer Kraft und ihres Wissens bewusst sind. Emma ist nicht immer ganz so überzeugt von sich, oder? Nee. Also ja, da, sie ist eben noch sehr jung und hat einige Unsicherheiten, aber das wird immer mehr, das wird immer besser. Ich glaube, auch durch die Freundschaften mit Rolle Miko und Rolle Rebecca findet sie immer mehr Selbstbewusstsein und vertraut auf ihr Wissen und ihr Können. Und ihr seid ja jetzt quasi schon so ein bisschen zweite Generation junge Ärzte bei den jungen Ärzten, ne? Ja. Wie bist du denn überhaupt dazugestoßen? Wolltest du oder haben sie dich gefunden? Die haben mich gefunden. Ich war da noch am Theater in Salzburg und ja, dann kam die Casting-Anfrage für die jungen Ärzte. Das war alles sehr hauruck und ziemlich durchgeknallt. Das war tatsächlich das verrückteste Casting, auf dem ich so war. Und ja, dann hat das geklappt und dann bin ich dahin. Was war denn so verrückt an dem Casting? Ja, yeah. Also zum einen war ich halt im Theater total eingespannt und dass das überhaupt möglich war, dass ich dahin konnte. Das erste war in Berlin. Das, ja, das war stressig hin und her. Und die zweite Runde war dann in Erfurt und ich habe vormittags ein Jugendstück gespielt, bin mich umziehen gerannt, ins Taxi gesprungen, in den Zug rein, nach Erfurt hoch und dann zum Casting. Und dann hieß es, ja, du hast noch Zeit, chill ein bisschen, komm ein bisschen an. Aber dann waren die doch schneller fertig und ich sollte direkt ans Set runter. Dann habe ich mit einem von den Kollegen mit seinem Lebensgefährten geskypt. Er hat mir einfach das Handy in die Hand gedrückt. Und dann habe ich mit dem gesprochen und dann war die Dame dabei, mit der ich E-Mail-Kontakt hatte und die musste als Kameragewicht fungieren und auf der Kamera sitzen. Und ich habe gedacht, wo bin ich hier gelandet? Und dann hatte ich das Casting mit Tillmann, der ja auch sehr energetisch und spritzig ist. Ja, und dann haben wir das gespielt und dann war ich fertig und bin raus und bin direkt wieder zum Zug und nach Salzburg zurück. Und es war einfach so und fertig. Ja. What the fuck just happened? Ja. Und was hast du gefühlt, als du im Zug saß? Hattest du ein gutes Gefühl oder war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott? Dann habe ich erstmal realisiert, was da gerade passiert ist. Also ja, die sind halt schon sehr, also es sind viele verrückte Charakter bei uns am Set. Das finde ich ganz klasse, die sehr offen sind und gleich mit einem quatschen. Aber für mich in dieser Casting-Situation war ich echt so ein bisschen so, wow, was ist hier los? Ja, und übers Casting habe ich gar nicht groß nachgedacht. Da habe ich gedacht, ja, ich habe ein Casting gemacht. Da macht man ja viele von. Aber war ja schon die zweite Runde, ne? War ja dann auch schon in Erfurt direkt am Set. Ja, das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, wie viele da waren. Aber vor mir war auf jeden Fall ein Mädchen noch. Und ich glaube, es waren schon noch 3, 4 Mädels in der Endauswahl für die Emma. Und wie hast du es dann erfahren, dass du es wirst? Das war auch lustig, weil ich war gerade mit meinen Freunden im Kino und wollte vor der Vorstellung mein Handy auf Flugmodus stellen und habe dann gesehen, habe eine Antwort von den jungen Ärzten und habe eigentlich mit einer Absage gerechnet, weil ich das irgendwie immer tue. Und habe dann gesehen, herzlichen Glückwunsch, du bist unsere Emma. Und es war kurz bevor dieser Film anfängt und ich war so, Handy aus, keine Ahnung. Ja, und dann, keine Ahnung, den Film geguckt und dann waren wir später noch was trinken und dann habe ich meinen Freunden gesagt, so, ich habe übrigens gerade eine Zusage gekriegt und dann haben die sich mega gefreut und waren so, warum hast du nicht gleich was gesagt? Ich weiß nicht, ich war überfordert. Und weißt du heute noch, welcher Kinofilm das war? Nein. Siehst du? Hat ja gut geklappt mit dem Abschalten während des Films. Krass. Und zwischen Zusage und ersten Drehtag, wie viel Zeit ist da vergangen?
Bei mir recht viel, ein halbes Jahr. Krass. Und dann konntest du, ihr seid ja alle so wunderschön bunt angezogen, konntest du dir deine Farben selber aussuchen oder haben die gesagt, das sind deine? Also ich glaube, ich hätte vielleicht, wenn es mir überhaupt nicht gefällt, ein Veto einlegen können. Aber ich hatte Anprobe mit dem Kasak und ich mag die Farbe. Und ja. Ich mag die auch. Und man hat bei Scrubs damals gehört, dass die Schauspieler vor allem so geil fanden, dass sie so unendlich bequeme Klamotten den ganzen Tag tragen konnten. Ist das bei euch auch so oder sehen die nur bequem aus? Ich bin kein Fan von diesen Kasakhosen tatsächlich. Also eigentlich ist alles schön weit und von daher gut, aber ich habe sehr starke Oberschenkel und der Kasak-Stoff, der gibt gar nicht nach. Und wenn es dann am Bund perfekt passt, dann kann ich fast keinen Schritt mehr tun in meinem Kasak. Deswegen habe ich zwei Paar Hosengrößen und ich ziehe lieber die größere an, aber die rutscht dann immer und dann muss das Kostüm immer kommen und sagen, Lisa, zieh bitte die Hose hoch, weil das sieht nicht so schön aus. Und ja, ansonsten ist es super. Und du bist ja, ich glaube, mittlerweile so viele Arten von Kostümen gewöhnt, weil du hast ja im Theater sagenhaft viel gemacht. Du warst zum Beispiel bei Kick It Like Beckham, hast du die Hauptrolle gespielt. Du warst die kleine Hexe. Du warst bei Jim, ja. Du warst auch Jim Knopf. Also bei all den Outfits, die du so auf der Bühne getragen hast, welches würdest du denn am liebsten bei den jungen Ärzten tragen? Weiß ich nicht. Ich hatte jetzt gerade ein schönes privates Kostüm. Es dauert noch ein halbes Jahr, bis es in Ausstrahlung kommt, aber es war sehr speziell und ich versuche, das auch abzukaufen. Das finde ich total toll. Ansonsten, ich weiß nicht, ich hatte in Salzburg ein Lieblingskostüm. Da war ich die Frau von einem Zirkusdirektor und die haben mir meinen Hintern aufgepolstert. Ich hatte einen riesengroßen Hintern. Und ich fand das total toll, aber ob das so ins JTK passt, die Emma, dann passe ich gar nicht mehr in die Kasakhosen rein, dann ist vorbei. Du hast deine ersten schauspielerischen Erfahrungen in einem Jugendclub gesammelt? Mhm. Was ist das denn für ein geiler Jugendclub? Also in dem ich war, wurde nie Theater gespielt. Theaterjugendclub. Ah, siehst du? Ja. Yeah. Den gab es in Mecklenburg-Vorpommern nicht, wo ich war, leider. Ah. So, jetzt habe ich dir ja schon einige Fragen gestellt. Mich würde interessieren, worüber würdest du denn gerne mal reden? Also ich rede prinzipiell sehr gerne. Ich bin gesprächig. Ach Gott, im Moment bin ich wirklich einfach froh, wenn ich mich mit Menschen unterhalten kann, die nicht zu meiner Familie gehören. Und worüber rede ich gern? Gerne über Serien, über Filme, über Politik, über... Ja, ich rede gerne. Kannst dir was aussuchen. Was war so in letzter Zeit dein Lieblingsfilm oder Lieblingsserie? Was hat dir gut gefallen? Serie. Was habe ich zuletzt gesuchtet? How to Get Away with Murder. Das war das Letzte. Kann man gucken, ne? Und du redest gerne über Politik? Ja. Und was sagst du dann da so? Ja, weites Feld. Ich finde gerade spannend, über so Corona-Maßnahmen oder so sich zu unterhalten und zu diskutieren, wobei das wirklich schwierig ist. Dann bin ich sehr gespannt, wie wir jetzt in den Wahlkampf starten werden und was für einen neuen Kanzlerin wir da bekommen. Und ich spreche sehr gerne über Black Lives Matter-Bewegung und Feminismus. Und, ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtige Themen. Und das Schöne ist, dass ja leider, nee, das ist nicht das Schöne, das Schlimme ist, dass viele gedacht haben, dass mit dem Posten eines schwarzen Vierecks im letzten Jahr Rassismus für immer besiegt wurde. Ja, schwupps, war er weg. Krass, ne? Also war also von heute auf morgen. Und ich finde es krass, dass Leute das wirklich geglaubt haben, weil es ist mit das Dümmste, was ich je gehört habe. Ja, aber das sind dann wirklich Menschen, die sich kaum mit der Thematik beschäftigen, weil sie es wahrscheinlich nie mussten. Ich habe auch im Freundeskreis, ich habe zum Glück viele Freunde, die sich sehr damit auseinandersetzen, aber die dann auch überrascht waren, was für ein großes Thema das tatsächlich ist. Weil diese Alltagsrassismen, denen man begegnet von Menschen, die halt jetzt keine Nazis sind, sondern diese auch gar nicht böse meinen, aber die es halt nicht besser wissen und wie belastend das für einen sein kann. Ja, da haben sich meine Freunde auch nicht groß Gedanken drüber gemacht, weil wenn man sich da in seiner Blase bewegt.
Du hattest mal in einem Interview gesagt, dass dir das früher schwer fiel, darauf hinzuweisen, weil du jetzt die gute Laune nicht zerstören wolltest oder weil du eben weißt, die Menschen meinen das nicht böse. Mittlerweile sagst du das aber laut, ne? Ja, oft. Auch nicht immer. Es ist, gestern zum Beispiel war ich kurz außer Haus und habe mit mir zwei unbekannten Menschen gesprochen und beide haben mich gefragt, wo ich herkomme. Da gebe ich Antwort und sage aus der Pfalz und dann wird halt nachgehakt, weil das nicht die Antwort ist, die man gerne hören möchte. Und ich habe mir so vorgenommen, dass ich da nicht höflich grinse und das dann erkläre, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Aber ich habe es dann doch wieder getan. Ich weiß auch nicht genau, wieso das so schwierig ist. Aber ja, man merkt, es ist ein Interesse da und die Leute meinen es nicht böse und ich versuche immer mehr halt da in den Dialog zu gehen und darauf hinzuweisen, dass es vielleicht nicht so taktvoll ist. Es ist halt auch ein Weg, ne? Also bei allen Themen, wenn man merkt, man hat über Jahre hinweg Dinge nicht stillschweigend hingenommen, aber jetzt dann eben doch aufzustehen und eben auch eine harte Meinung zu riskieren oder eine harte Antwort und dann auch selber natürlich passend reagieren will und muss, das ist natürlich schon... Oder man lässt es. Und deswegen, ich finde das sehr, sehr gut und mutig von dir, dass du dann eben sagst, okay, ich versuche da jedes Mal ein bisschen mehr zu sein. Und ich glaube, beim nächsten Mal wirst du dann auch nicht mehr so viel lächeln und eben auch gucken. Es ist wirklich ein krass weites Feld. Und ich würde mir wünschen, dass viele Menschen sich wahrhaftig mit dem Thema beschäftigen und jetzt nicht einmal jubeln, weil ein weißer Polizist tatsächlich mal schuldig gesprochen wurde für einen offensichtlichen Mord und sagt, so, jetzt haben wir es ja. Jetzt können wir wieder zurück. Nein, das ist nicht mal ein Anfang, das ist eine Notwendigkeit. Und gerade wir weiße Menschen müssen da regelmäßig was tun, weil wir sind die Verursacher in jeder Form. Und deswegen ist es immer noch fürchterlich, wenn eben so eine Frage hinterherkommt, weil das fragt man nicht und schon gar nicht als erstes. Und es ist auch irrelevant. Es gibt so 1800 Sachen, die man sagen kann. Und das ist keine davon. Man müsste eigentlich konsequent jeden Weißen fragen, wo kommst du her? Potsdam. Nee, aber ich meine wirklich, wo kommst du wirklich her? Wirklich? Deine Eltern, wo kommen die her? Das ist halt, aber ich kann nur vermuten, ich werde das niemals erleben und ich finde es fürchterlich, dass es passiert. Und deswegen ziehe ich den Hut, dass du da versuchst, immer mehr zu machen und ohne da Druck ausüben zu wollen, du wirst da genau das richtige Maß finden. Und boah, es ist so ein schwieriges Thema und ich finde es so fürchterlich. Und ich bin, wie gesagt, nicht mal betroffen. Ja, keine Ahnung, es ist wirklich weitreichend. Es ist auch die Frage, wann legt man sich mit wem an? Eine Freundin von mir hat sich vor kurzem mit ihrem, ich glaube Onkel war es, wahnsinnig gestritten, weil er auch meinte, die Schwarzen oder was, ich weiß nicht, wie er sich ausgedrückt hat, in Deutschland übertreiben so, weil Rassismus ist ja hier gar nicht so das Problem. Und sie musste dann in die Bresche springen und hat mega angefangen, mit ihm zu streiten und hat ihm auch gesagt so, was würde ich machen, wenn jetzt Elisa bei uns zu Besuch kommt? Erzählst du ihr dann auch so Sachen? Weil da kann ich nicht nebendran sitzen. Es ist schon schwierig und es passiert halt jeden Tag irgendwas anderes. Es hört nicht auf. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber es ist eben, das bist nicht du. Du bist Elisa und die Umstände sind ja, die sind da, aber du bist ja trotzdem so viel mehr als deine Hautfarbe. Und ich... Dass das irgendwie nicht so durchkommt, das finde ich immer wieder fürchterlich. Weil ich habe gehört, du hast einen sehr seltsamen Humor und gibst deiner Mutter dafür die Schuld. Ja, meine Mutter ist an allem schuld. Ja, voll. Ja, die hat's manchmal nicht so leicht mit mir. Die wird immer geärgert. Wie viele Tiere hast du zurzeit? Also mein Tier ist keins von denen. Wir haben jetzt noch eine Katze und mein kleiner Bruder hat einen Hund. Was ist aus deinen Ratten geworden? Die sind gestorben. Die waren schon alt. Wie ist das für dich, wenn ein Tier stirbt? Ja, die habe ich ja übernommen von einem Arbeitskollegen. Der wollte eigentlich wegziehen und konnte die Ratten nicht mitnehmen. Und da waren die schon ein Jahr alt, als ich sie geholt habe. Und die werden ja im Schnitt 3 Jahre alt. Und jetzt hat die letzte auch das Zeitliche gesegnet. Ja, nur positive Themen, die wir besprechen. Tote Tiere. Ja. Wundervoll. Zurück zum Schauspiel. Wir reden mal über den Tatort. Tatort Odenthal, du gehörst mir, da warst du dabei. Du warst Maria Reinders. Wer den nicht gesehen haben sollte, worum ging es da? Da ging es um ein Mädchen, eine Ballerina. Das war ich. Und die lag dann im Koma. Man wusste nicht genau... Also das wurde dann alles aufgedeckt von den Ermittlern.
wer da die Täter waren, was da genau vorgefallen ist. Und dann gab es praktisch einen Fall im Fall. Und ja, ich weiß nicht, ob ich mehr erzählen soll. Sonst muss man es gar nicht mehr gucken. Findest du? Ich glaube schon. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Also es geht um Vergewaltigung und all sowas mittendrin. Und ist es als Schauspielerin schwer, eine komatöse Patientin zu spielen? Oder ist das so ein bisschen Urlaub? Das ist leider nicht so Urlaub. Also ein paar Tage lag ich halt nur im Bett. Das ist natürlich chillig. Aber mit Koma spielen, man sollte nicht einschlafen. Das kann passieren, auch wenn wir bei den jungen Ärzten Patienten haben, die viel im Bett liegen müssen. Das kann passieren, dass die Kollegen einschlafen. Weil, ja. Und wenn du im Koma liegst, hast du diesen Tubus im Mund. Das ist ganz fürchterlich, weil du fängst an zu speicheln. Das ist sehr unangenehm. War doch gar nicht so gechillt, wie ich mir das vorgestellt habe. Nach jeder Szene so, ist ja widerlich, ich habe mir das ja viel schöner vorgestellt. Meine Träume zerstört. Also, Tatort warst du dabei, bei den jungen Ärzten spielst du mit, warst aber auch bei Vienna Blatt mit dabei. Auch eine ganz, ganz tolle Serie. Wie kam es dazu? Auch die Casting-Anfrage gekriegt. Dann bin ich nach Wien gefahren, eigentlich um den Regisseur kennenzulernen. Und irgendwie hat der dann gesagt, ja, okay, passt für mich. Und dann bin ich direkt zur Kostümprobe, Maskenprobe und war so, okay. Ja, manchmal in dem Business passieren überraschende Dinge. Also bevor ich einen Vertrag hatte, hatte ich schon ein Kostüm. Und zwei Drehtage hinter mir. War total super. Und als dann die Casting-Anfrage für die jungen Ärzte kam und du wusstest, du wirst es jetzt, dann wusstest du ja trotzdem mit sehr hoher Gewissheit, dass du kein Blut sehen kannst. Ja. Hast du das irgendwann mal als Problem considered oder für dich wahrgenommen oder egal? Also nicht so sehr, wie es mich privat halt tangiert. Die meiste Zeit geht's gut. Also vor kurzem hatte ich eine OP. Sanam kann das auch nicht. Sanam kann auch kein Blut sehen. Und wir hatten da auch noch einen Schweinebauch und wir sind beide Vegetarier. Und dann an dem Ding zu hantieren, das war so ein bisschen... Und einmal hatte ich eine Patientin, die hat sich die Nase gebrochen und dann ist dieses Zuckerblutzeug ihr in den Mund reingelaufen. Das sah dann so echt aus, ich musste mich schon kurz sammeln. Aber privat ist richtig schlimm. Aber alle Körperflüssigkeiten, das ist nicht meins. Schreibst du immer noch Tagebuch? Nee, ich schreibe sporadisch. Aber auch jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Aber du liest, ich habe mir so überlegt, du hast erzählt über Tagebucherfahrungen, du kannst das zurückverfolgen. Du liest da mal, was du früher geschrieben hast und stellst dann so fest, was eingetreten ist oder nicht. Glaubst du, du machst das, wenn du Rentnerin bist, auch noch? Ja, ich denke schon. Also ich habe nämlich tatsächlich vor ein paar Tagen mein Tagebuch mal wieder in der Hand gehabt und gelesen, was da drin stand. Und oh Gott, ich habe zwei meiner Freunde von der Schauspielschule den habe ich die Einträge vorgelesen und die haben mir dann ein Reaction-Video zurückgeschickt. Das war sehr lustig. Und eigentlich, also meine Wünsche, die ich in der Schauspielschule hatte, die haben sich erfüllt. Das ist auch ganz schön. Manchmal vergisst man, was für einen Weg man schon gegangen ist, weil man Ziele hat und das ist auch gut und dahin möchte und wenn man dann mal sieht, was man mit 18 für Ziele und Träume hatte und sagen kann, hey, guck mal, da hat sich schon einiges erfüllt, das ist schön. Ich sollte mal wieder was aufschreiben. Mach das, ich glaube, dein Zukunfts-Ich wird dir sehr dankbar dafür sein. Heute war ich in der Web-Talkshow. Ist immer ein guter Anfang, weil das kannst du eigentlich auch gefühlt jeden Tag reinschreiben. Was ist das Besondere bei den jungen Ärzten für dich? Was reizt dich an der Serie? Also ich finde das ganze Medizinzeug sowieso sehr spannend. Ich finde ein bisschen schwierig, dass die Emma halt so ein Überflieger ist und auch immer mit Fachwörtern um sich schmeißt. Das macht nicht so Spaß beim Textlernen. Aber ich find Medizin als Feld total spannend und finde es cool, dass wir da so einen Einblick kriegen. Und es ist ja auch eine sehr erfolgreiche Serie, ne? Mittlerweile über 250 Folgen. Völliger Wahnsinn. Hast du denn für dich so gesagt, okay, bei Folge 500 oder 1000 steige ich aus oder ist das für dich... offen. Es ist offen.
ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das handhaben will, weil es ist natürlich total toll, in so einer Serie drin zu sein. Das hatte ich im Theater, macht man ein Stück und kennt die Rolle halt von Anfang bis Ende. Und mit Emma ist so schön, dass da immer mehr dazukommt und unerwartete Dinge passieren und ich immer mehr über sie erfahren kann und sie auch so nah an mich selber ranholen kann. Und auch in einem Team zu arbeiten und zu wissen, man geht halt regelmäßig zur Arbeit, ist auch schön. Aber ich weiß jetzt halt nicht, ob ich das 10 Jahre machen möchte. Ich schau mal. Momentan macht es Spaß und solange es Spaß macht und sich gut anfühlt, genieße ich das. Und wie viele Folgen von den jungen Ärzten hattest du gesehen, bevor du selber mitgespielt hast? Ich kannte In aller Freundschaft, bevor ich das Casting hatte. Und erst zum Casting habe ich dann die jungen Ärzte rausgesucht und habe die angeguckt. Und ich glaube, ich habe 3, 4 Folgen angeguckt, bevor ich zum Casting gegangen bin. Ja. Und jetzt kriege ich aber sehr, sehr viel mit, weil meine Mutter ist mittlerweile absoluter Fan und die guckt von morgens bis abends die jungen Ärzte. Okay. Klingt nach einem entspannten Nachhausekommen zu Nachtdreharbeiten. Ich komme manchmal bei ihr in die Wohnung rein und unsere Titelmusik läuft und ich so, schon wieder. Es geht wieder los. Es geht schon wieder los, ja. Aber Milena und ich, wir singen die tatsächlich auch ganz oft am Set. Ich mag vor allem diesen Gitarrenpart, dieses Ding, Ding, Ding. Ja, ja. Den singe ich am liebsten. Ja, ja, den singen wir auch mit. Ah, wunderbar. Und ich bin mir aber sicher, dass du noch eine ganze Weile da bleiben wirst, weil ich spüre da sehr, sehr viel Spaß raus. Also Dr. Emma Jahn bleibt vorerst erhalten. Aber es ist ja auch nicht mal unbedingt deine Entscheidung, ne? Das entscheiden ja auch ganz, ganz andere Leute. Und ich hoffe aber, dass du uns noch lange erhalten bleibst. Das war Elisa Afi Akbakla zu Gast in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst gleich in deine Kamera sagen, was du noch nie, sie atmet tief, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Und bevor du das gleich machst, habe ich für euch da draußen noch einen tollen Tipp. Die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Wir müssen aber noch eine ganze, 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 ganze Menge zu tun. Wir haben heute wieder einige Punkte besprochen. Wie ihr aber helfen könnt, wenn ihr schon gar nicht mehr helfen könnt, ist dies, ein Organspendeausweis. Der rettet Leben, wenn ihr nicht mehr im Leben seid. Denkt darüber bitte mal nach, googelt das mal. Und jetzt bin ich gespannt auf die letzten Worte von Elisa und wir sehen uns morgen. Bis dann. Ja, also ich habe ganz lange überlegt. Und eine Sache, die ich sagen wollte, war Black Lives Matter. Und hört in euch, bildet euch weiter, findet eure Stimme und tut eurer Meinung kund.